Hallo Leute, es ist mal wieder Zeit für ein neues Tutorial. Nein, diesmal geht es nicht um Minecraft. Ein Wunder. Haha, ich weiß. Nein, diesmal geht es um dieses Programm Xpeller. Das ist ein sehr schönes Programm, wo man zum Beispiel Spiele wie Planet Side 2, was übrigens empfehlenswert ist, finde ich zumindest, aber ich spiele es leider nicht mehr, weil das Spiel ein bisschen verbuggt bei mir ist, aber jetzt nicht mehr dazu. Dieses Programm Xpeller, mit diesem Programm kann man. Ja, Tastaturknöpfe kann man einem Controller zuweisen. Also zum Beispiel, ich erkläre es euch einfach, ich zeige es euch einfach. Ihr geht auf einen neuen Controller erstellen. Ich habe jetzt den Xbox-Controller für Windows, falls ihr es wissen wollt. Und ihr geht dann hier auf Sticks und dann macht ihr hier einen Haken bei aktiviert, dann wird das hier, wir sollen dann halt, wir sind dann analog-Stick, sollen wir halt dann einmal so rumgehen und wie man hier sieht, erstellt sich er dann halt hier schon diese Knöpfe. Ich betätige die gerade und ihr seht, wird angezeigt. Dann hier nochmal aktiviert, dann der rechte Analogstick. So. Warte, ich mach's am besten so, damit ihr das auch seht. So, dann geht's weiter mit dem D-Pad. Das sieht man auch hier wunderschön an den Bildern. Hier, so. Und dann fordert das Programm wieder auf, die Pfeile entsprechend zu drücken. So. Und dann hier noch die, natürlich die Buttons, also alle Knöpfe, die es hier gibt im Spiel. Und jetzt fördert halt hier auf alle Tasten auf dem Controller zu drücken. Wirklich, ihr müsst wirklich alle Tasten drücken, ihr sollt keine vergessen. Und bei Trigger könnt ihr auch einfach machen, das sind hinten die Knöpfe. Also hinten dieser Knopf. Ich weiß jetzt gar nicht, wie er heißt. LR und LT kann das sein. Keine Ahnung, ihr könnt mich gerne verbessern. Ja, und jetzt könnt ihr das jetzt wieder schließen. Und dann habt ihr halt hier alle Knöpfe auf eurem. Ihr könnt gerne nochmal nachgucken. Ups, da habe ich einen Button vergessen. Oh, das ist. Ich muss das eben noch machen. So, jetzt habe ich alle. So, jetzt habe ich alle. Und jetzt kann ich zum Beispiel bei Planet Side 2, also ich will jetzt mit meinem linken Analog-Stick, möchte ich jetzt nach vorne gehen. Ich klicke jetzt auf das Feld und lege mir die Taste W dahin. Jetzt habe ich's. Ihr könnt dann auch mit Nan wieder die Taste wegmachen. Und ich habe es gerade falsch gemacht. Hier ist der Analog-Stick und ihr tut ihn jetzt mit W machen. Jetzt mit dem Analogstick laufe ich dann im Spiel nach vorne. Oder zum Beispiel A läuft man ja nach links, mit D läuft man nach rechts und mit S läuft man zurück. Jetzt laufe ich mit dem linken Analogstick nach hinten, nach vorne, nach links und nach rechts. Und man kann sogar hierbei, hier sieht man übrigens das Fenster der Maus und hier ist das Tastatur. Man kann übrigens die Maus einstellen. Hier der Pfeil ist für die Bewegung der Maus und das hier sind die Pfeiltasten und so. Die Maustasten. Nur ich könnte jetzt zum Beispiel einfach hier so machen. Zack. Zack. Und zack. Wie ihr seht, wo ich jetzt mit dem Steuerkreuz die Maus bewege, ohne dass ich sie anfasse. Wie das kann man zum Beispiel auch machen. Also braucht man dann eigentlich theoretisch gar keine Maus mehr. Oder ihr könnt auch noch. Ihr könnt halt einfach alle Tasten belegen. Und ihr könnt alle Tasten belegen, die ihr haben wollt und so. Das macht überhaupt nichts. Also ihr könnt den auch dann halt einfach hier speichern unter oder ihr könnt einfach neu machen. Ihr müsst dann öffnen euren Controller und ihr müsst das Programm dann offen lassen, sonst erkennt euer PC nicht, dass das Programm vorher auf den Controller gerade als Maus bezieht, sonst erkennt er das nicht. Ja, das war eigentlich schon das Programm Xpeller. Also, ich tue den Link von dem Programm in die Beschreibung packen, wenn ihr es haben wollt. Und ja, ihr könnt es euch dann einfach runterladen. Okay, das war's dann wieder von mir und